Ja, Jason Fuchs hier in den Kloten, zwei wichtige Punkte geholt heute Abend, oder? Ja, zwei sehr wichtige Punkte. Ein bisschen schade, wenn man 3-1 führt und so einen Punkt verliert, aber zwei ist schon gut. Nach dem Spiel am Dienstag haben wir sofort wieder gewinnen und so ist passiert und das ist gut. Jetzt das erste Drittel ist für mich fast ein bisschen zu leicht gegangen, oder? Ja, es ist eigentlich sehr gut gegangen und ja, wie ich vorher gesagt habe, schade, dass wir das nicht können im zweiten Drittel machen. Wir haben zu viel Strafe kassiert und zwei Goals im Boxplay bekommen, aber wir haben immer noch weitergespielt und da Verlängerung noch einen sehr wichtigen Goal gefunden. Ihr habt in die Verlängerung müssen, das letzte Drittel am Anfang ganz klar zugunsten von Kloten, aber am Schluss müsstet ihr den Sack zumachen in den letzten 5 Minuten, oder? Ja, wir haben ein paar gute Okkasionen gehabt und es kommt auch mit der Zeit, mit dem Vertrauen und ich bin sicher, dass wir im nächsten Spiel solche Okkasionen rein tun. Du sprichst einen Satz, Vertrauen kommt langsam zurück. Was ist passiert diese Woche in der Kabine? Eigentlich nicht viel anders als vorher. Wir haben eigentlich immer gewusst, dass wir so können spielen können. Wir mussten einfach ein bisschen mehr Vertrauen müssen haben und ein bisschen einfacher spielen. Und wir sehen, dass es funktioniert. Jetzt morgen vermeintlich ein einfaches Spiel gegen Langnau, aber die Erfahrung zeigt, dass Ambri also ein Aufbaugegner ist. Wie werdet ihr in das Spiel hineingehen morgen? Ich glaube, wir haben es von Anfang an gesagt, wir haben keine einfachen Spiele in dieser Saison. Auch Langnau, sie brauchen Punkte und sie werden in Ambri kommen mit Willen. Und, wir müssen aufpassen, wir müssen unser Spiel spielen, wie wir heute Abend gemacht haben. Und da bin ich sicher, dass es wird gehen.